Im Bundestag wird debattiert, beraten und gestritten. Bei so mancher Diskussion schlagen die Abgeordneten auch schnell mal über die Stränge. Bei rhetorischen Ausrutschern oder Regelverstößen kann das Präsidium einen Ordnungsruf erteilen. In der laufenden Legislaturperiode sticht eine Partei dabei deutlich hervor. Die AfD. Wie die dpa berichtet, wurde die Partei bisher mehr als 30 Mal zur Ordnung gerufen. Alle anderen Fraktionen kassierten hingegen Ordnungsrufe im einstelligen Bereich, wie aus den entsprechenden Protokollen hervorgeht. Schon jetzt ist die Zahl aller Ordnungsrufe der vorherigen Legislaturperiode erreicht. Seit der Wahl 2021 waren es einer Auswertung des Bundestags zufolge 50 gültige Ordnungsrufe. Allerdings ist der Bundestag derzeit auch so groß wie noch nie. Am häufigsten erhielt die stellvertretende Vorsitzende der AfD-Fraktion, Beatrix von Storch, einen Ordnungsruf. Sie kommt auf 10 Ermahnungen. Auf dem zweiten Platz folgt Storchs Parteikollege Stefan Brandner mit 7 Ordnungsrufen.